bounds. Hallo YouTube und willkommen zum, ja, Weihnachtsspecial. Wie ihr seht, ich habe die Mütze auf, ihr seht hier die Fragerunde, wie ich es euch versprochen hatte. Ihr könntet alle eure Fragen stellen, die ihr quasi an mich habt. Und ich dachte mir, als kleines Special für euch zu Weihnachten und vor allen Dingen auch in dem Sinne wirklich von Herzen als Dankeschön für den ganzen Support, den ihr mir gebt, wie ihr mich unterstützt, allem drum und dran. Und ja, deswegen vielen, vielen Dank und lasst uns nicht lang schnacken, sondern gleich mal mit den Fragen beginnen. Ja, als erste Frage haben wir hier vom Franz Kummer. Kannst du True Farming Folgen aufnehmen? Bitte, bitte. Dazu muss ich euch ganz ehrlich sagen, True Farming nehme ich absolut nicht auf, weil das ist ein Projekt von Tino und Freezy. Und da gehört es für mich einfach zum guten Ton dazu. Das ist einfach der Respekt untereinander, dass ich da gar nicht danach frage, irgendwie mit aufzunehmen oder sonstiges. Weil für mich persönlich stellt sich die Frage da gar nicht. Denn wie gesagt, das ist das Projekt von den beiden. Und da steht das für mich überhaupt nicht zur Diskussion, da irgendwie irgendwo nachzufragen, dass ich damit aufnehmen darf. Na? Für mich ist das ganz einfach, das Größte, damit dabei zu sein, die zwei wirklich in allen Dingen zu unterstützen. Und deswegen seht's mir nach, ich nehme da keine Folgen auf. Dann die nächste Frage haben wir vom See702. Wie bist du zu Tino und Fritzl gekommen? Wie alt bist du? Was arbeitest du, damit du so viel Zeit für das Team hast? Ja, starten wir mal. Wie bist du zu Tino und Fritzl gekommen? Dazu muss ich sagen, ich habe von den beiden die ganzen Videos, also fast die ganzen Videos, ein paar fehlen noch, aber dann habe ich alle durch geschaut. Und da muss ich sagen, die zwei faszinieren mich einfach mit ihrer Art, mit ihrer Leichtigkeit. Und klar, gibt auch manchmal schön Feuer bei beiden in den Aufnahmen, seht ihr ja immer. Und das ist halt das, was mich persönlich auch unterhält, allem drum und dran. Und ich finde es einfach faszinierend, wie viel Herzblut bei dem Ganzen mit drin steckt. Und habe letztes Jahr dann auch entschlossen, nachdem ich mich intensiv auf das ganze RP und allem drum und dran vorbereitet habe. Das heißt, ich habe mich belesen, ich habe mir Videos angeguckt, habe wirklich intensiv mich, was RP angeht, beschäftigt und habe dann den Entschluss gefasst, mich im Team zu bewerben. Und ja, hatte mein erstes Gespräch mit Domme. Da war ich schon aufgeregt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wo Tino dann im Gespräch war, ja, hatte ich Nervenflattern hoch 10. Muss ich ganz ehrlich sagen, war nervös ohne Ende. Bei Freezy genau dasselbe, wo ich mit ihm das erste Mal gesprochen habe. Und ja, so bin ich zu Tino und Freezy gekommen. Wie alt bin ich? Ja gut, sieht man natürlich, ich bin knackige 28 Jahre, hab mich gut gehalten. Okay, nee, weil Weihnachten ist. Ich bin 33. Das dazu. Was arbeite ich, damit ich so viel Zeit für das Team habe? Ja, was ich arbeite, ist ganz einfach gesagt. Ich bin natürlich staatlich geprüfter Springseiltester. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Warum nimmst du keine True Farming auf? Vom Simon. Das, lieber Simon, habe ich bei Franz Kummer schon beantwortet, weil das gehört für mich einfach zum Respekt dazu, denn das ist das Projekt von Tino und Freezy und deswegen kommt bei mir da absolut keine Folge. Vom Andreas Sell, wie alt bist du? Haben wir gerade schon geklärt, ich bin 33. Dann, was hat er noch? Welche Traktorenmarken magst du? Ich mag persönlich gesehen, Fendt steht bei mir ganz, ganz hoch im Kurs. Deswegen, weil, muss man sagen, ich hatte früher in meiner Jugend ein Fendt Farmer 2. Und ist sehr, sehr schöner Traktor und habe mit denen ja, viel verbunden. Und persönlich im familiären Bereich, mein Papst hat noch ein bisschen Landwirtschaft. Und da haben wir einen Güldner. Mit 20 PS ist kein großer Traktor, ist ein Kleintraktor, aber für die Landwirtschaft, die mein Papst noch so bewirtschaftet, reicht das aus und macht Spaß. Ich mag daran einfach,
dass man da noch sehr viel an der Technik machen kann, weil ihr es wisst selber bei den heutigen Traktoren, die sind einfach nur mega. Ne? Ihr müsst auch mal sehen, die ganze Wandlung von klein damals bis groß heute, was da alles sich vollzogen hat, ist echt der Hammer. Und was ich noch mag, ist Glas, fasziniert mich auch sehr. Und ja, schön dir. Das sind so die Marken, die mir wirklich sehr gefallen. Dann, was machst du beruflich? Hat man vor uns auch gerade geklärt. Bin staatlich geprüfter Springseiltester. Machst du mal ein eigenes RP-Projekt? Dazu muss ich sagen, steht für mich jetzt derzeit nicht zur Debatte, denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich so, wie es ist, gerade sehr, sehr wohl. Es macht mir mega viel Spaß in den RP-Projekten im Team. Und vor allen Dingen ist es auch so, man lernt immer wieder was Neues dazu, gerade auch im RP. Es ist halt, RP ist nicht unbedingt für jedermann was, das muss man auch ganz klar sagen. Man muss schon, sag ich mal, von sich selber auch in dem Sinne überzeugt sein, dass man das schaffen kann und da auch immer sein Bestes gibt. Und ja, deswegen wird da jetzt so explizit nichts folgen. Mach auf jeden Fall weiter so. Dankeschön, Andreas Sell, ich gebe mein Bestes. Und dann der Lennart 7890 schreibt, ja, mach mal auch mit Tino Meiners das Projekt bitte. Und du bist der coolste YouTuber mit Tino. Ja, Lennart, vielen, vielen Dank. Was Meiners angeht, bin ich bei Tino mit dabei. Das ist gar kein Thema. Ich unterstütze ihn da sehr, sehr gern. Und weil von ihm kann man wirklich sehr, sehr viel lernen. Er ist, wie in den Videos auch persönlich, wirklich ein herzensguter Mensch und muss man ganz ehrlich sagen, Tino, an diesem Punkt geht auch wirklich mal ganz, ganz viel Liebe an dich raus, weil, ja, soll man sagen, Tino und Freezy, muss ich ganz ehrlich sagen, sind so Menschen, trifft man noch einmal im Leben, aber dann es ist es wirklich einschlagende Erfahrung und so positiv, muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass ich auf gar keinen Fall irgendwas davon bereue, weil es macht einfach mega viel Spaß. Auch ans ganze Team muss ich jetzt an dem Punkt wirklich mal ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Ihr seid allesamt so, wie ihr seid. Coole Jungs und Mädels. Es passt einfach. Von A bis Z. Ich fühle mich wohl mit euch. Macht immer wieder Spaß. Dann kommen wir zum Alexander Lube. Kann man mit dir zusammen spielen? Ja, lieber Alex. Dazu muss ich leider sagen, nein. Das wird so nicht funktionieren, denn ich bin ja in einem geilen Team und da werde ich auch so nicht davon abweichen. Nehmt es mir nicht böse, es ist auch so, das Ganze ist auch wirklich alles sehr zeitintensiv und da bleibt, sag ich mal, für sowas nicht viel. So, dann kommen wir zu Christian Forster. Wie lange spielst du schon Landwirtschaftssimulator? Huh. Landwirtschaftssimulator spiele ich seit 2008. War ganz lustig damals. Ich hatte einen Laptop zu der Zeit. Landwirtschaftssimulator kam raus. Ich habe es mir gekauft und seitdem, ja, einmal damit angefangen, nie wieder damit aufgehört. Und ja, macht einfach Laune. Und deswegen, Landwirtschaftssimulator ist einfach mega. Der Zockertier schreibt, was machst du an LS? Ich glaube, das heißt, was magst du an LS? Gehe ich mal davon aus. Ja, was mag ich an LS? Muss man ganz ehrlich sagen, bei LS gibt es noch sehr viel Potenzial nach oben, ist meine Meinung. Es hat sich natürlich über die Jahre sehr, sehr viel entwickelt. Alleine schon von der Grafik, von der Umsetzung, allem drum und dran. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, was die Engine angeht, ja, ist bei mir wirklich ein beliebtes Thema. Da sollte vielleicht, ist keine negative Kritik, um Gottes Willen, aber da sollte vielleicht mal drüber nachgedacht werden, das Ganze weiterzuentwickeln. Denn ich glaube, das ist noch so ein sehr, sehr großer Faktor beim LS, wo es wirklich Verbesserungspotenzial gibt. Dann kommen wir mal zum LS Gamer. Wie fandest du das Jahr 2019? Ja, wie fand ich das Jahr 2019? Es ist, man muss sagen, 2019 ein ja, sehr ereignisreiches Jahr für mich persönlich gewesen. Sagen wir mal mit positiven, also sehr, sehr viel positiv behafteten Dingen. Zum einen
Ich wurde aufgenommen ins Team. Das hat für mich persönlich sehr, sehr viel verändert. Aber in der Hinsicht im positiven Sinne, denn ja, wie soll ich sagen, man lernt halt, kennt ihr selber, man lernt sehr, sehr viele Menschen im Leben kennen und die einen dann ein Stück des Weges begleiten im Leben. Und dieser Abschnitt, den ich jetzt gerade hier beschreite in diesem Jahr, ist wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, einer ja, meiner besten Abschnitte. Und ich freue mich einfach drauf, auf viele, viele Jahre, die da noch folgen werden. Und deswegen, ja, muss man schauen und sich einfach immer weiter bemühen, dass man immer weiter gemeinsam vorankommt. Und ja, Jahr 2019 muss man auch so mal sagen, politisch gesehen möchte ich mich da jetzt aber auch nicht so sehr äußern. Es ist auch ein sehr, sehr großer Wandel, sage ich mal, vollzogen worden und auf der ganzen Welt allem drum und dran. Man ist nicht immer mit allem zufrieden, bin ich auch persönlich gesehen nicht. Es gibt halt viele, viele Dinge, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Im Großen und Ganzen war das Jahr 2019 für mich wirklich ein mega geiles Jahr. Und ja, ich freue mich auf 2020, freue mich auf 2020 mit noch einer sehr, sehr großen Veränderung für mich persönlich, die da aber sehr ins Positive geht. Und ja, freue ich mich drauf und werde euch, denke ich mal, wenn es an der Zeit ist, vielleicht das ein oder andere mitteilen. Vielleicht auch nicht, weil es doch schon sehr ins Private geht. Lasst euch gerne überraschen und seht es mir nach, wenn aus dem Privaten nicht gar so viel kommt. Das heißt, in dem Sinne nicht gar so viel, nicht gar so viele Infos, denn ich sag mal so, ein bisschen Privatsphäre möchte ich mir dann doch noch behalten. Dann der Leon K. Warum nimmst du kein Miners mit Tino auf? Leon, erstmal danke für die Frage, auch an euch alle. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Warum ich da kein Miners mit aufnehme, ist ganz einfach so: Das ist ein Projekt von Tino. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da ist einfach für mich persönlich wieder der Respekt im Vordergrund. Ich unterstütze sehr, sehr gern und deswegen hat da Tino in allen Belangen meine Unterstützung von A bis Z, genauso wie das ganze Team und Freezy. Deswegen, ja, bin ich da unterstützend tätig und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Gameplay-Man schreibt: Wohnst du in Sachsen? Frage mich, wie alle immer auf Sachsen kommen. Also ich muss sagen, ich bin gebürtiger Thüringer und bin auch wirklich stolz drauf. Thüringen, das grüne Herzen Deutschlands. Ne? Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht? Ich liebe es von A bis Z. Demzufolge, nein, ich wohne nicht in Sachsen, ich wohne in Thüringen. Dann schreibt der Yannick Klievenhaus, hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, hast du Familie? Ja, ich habe eine wunderschöne Tochter. Und ist mein ganzer Stolz, erfüllt mich jeden Tag mit Freude, Glück und einfach, was man sich wünschen kann, was man sich vorstellen kann. Meine Tochter ist mein Ein und Alles. Dann Familie, logischerweise mein Paps, meine Mom. Und ja, dann habe ich noch einen Bruder, einen großen Bruder. Ich bin quasi der Kleine. Und ja, Familie ist für mich, muss ich sagen, nicht nur an Weihnachten, sondern auch überhaupt ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch eine sehr, sehr wichtige Grundlage, die mich in allem auch immer wieder bestärkt, das Beste zu geben und immer wieder nach vorn zu schauen. Und egal wie schwer irgendwelche Dinge sind, deswegen Familie ist das Beste, was man im Leben haben kann. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann schreibt der Anton Peters Agra. Kannst du die Gemeinderate aufnehmen und spielen, bitte? Kann ich mir gerne angucken. Und ja, wie gesagt, dazu habe ich euch ja schon mal gesagt, ich schaue mir die ganzen Maps an, die ihr mir empfehlt. Und dann suche ich drei raus, wo ihr dann dazu abstimmen könnt. Dann schreibt der Gameboy, arbeitest du noch als Landwirt, weil du bist ja Landwirtgeselle? Dazu muss ich sagen, nein, ich arbeite nicht mehr als Landwirt. Hat folgenden Grund: Ich liebe diesen Beruf sehr, weil ich bin, ja, in meiner Kindheit, ich bin quasi damit groß geworden, ne? Wurde da hineingeboren in dem Sinne und arbeite aber deswegen nicht mehr dort, weil leider Gottes ist es so, die Landwirte, die arbeiten Tag und Nacht, kann man sagen, die investieren viel, viel Zeit in allem drum und dran, aber
Für den Landwirt bleibt leider nicht viel hängen und demzufolge war für mich das leider so der ausschlaggebende Grund, wo ich dann damals gesagt habe, nein, mache ich so nicht weiter, denn man möchte sich im Leben was aufbauen, was erreichen, allem drum und dran. Und leider Gottes ist das mit dem Beruf begrenzt möglich, deswegen arbeite ich leider nicht mehr als Landwirt. Dann schreibt der Ben kurz, bitte, bitte True Farming Folgen aufnehmen und bei dir hochleiten. Das, lieber Ben, haben wir schon im Vorhinein geklärt. Dann schreibt der Julian Kleinknecht, wie schaffst du es, so viel Zeit ins Team zu stecken? Arbeit und Familie sind auch noch da, bist der Beste. Vielen, vielen Dank, Julian, dafür. Ja, wie schaffe ich so viel Zeit ins Team zu stecken? Ganz einfach. Mein Tag hat nicht nur 24 Stunden, ja, der geht darüber hinaus. Es ist einfach so, mein Tag ist zeittechnisch wirklich komplett durchgeplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme mir auch einfach auch die Zeit vor den Aufnahmen und auch so nebenbei für Familie und für meine Tochter und logischerweise auch für die Arbeit, denn das hat auch eine sehr hohe Priorität logischerweise. Und ja, es ist halt nicht einfach, das Ganze durchzuplanen, aber ich sag mal, ein bisschen eine Selbstorganisation und dann läuft das Ganze. Demzufolge, ja, ist schön relativ die Zeit immer mit da. Weil Zeit ist relativ. Dann schreibt der Vanilla13, wo wohnst du denn? Ja, Vanilla13, das haben wir vorhin schon geklärt. Ich wohne im grünen Herzen Deutschlands, nämlich in Thüringen. Dann schreibt der Florian Keller, hast du eine Frau, hast du eine Freundin oder Frau? Das kann man ganz einfach beantworten. Nö, ich bin Single. wie gesagt, hat sich da noch nicht die richtige finden lassen in dem Sinne. Und mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich lasse mich da gerne überraschen. Und ja, ihr werdet es als erstes erfahren. Oder auch nicht. dann schreibt der Max, der Fahrer, bist du real life schon mal Traktor gefahren? Wenn ja, welcher war der leistungsstärkste Traktor, den du gefahren bist? Real life bin ich oder fahre ich sehr, sehr oft Traktor. Alleine schon deswegen, wenn ich meinen Paps mit unterstütze bei seiner Landwirtschaft. Und real life in dem Sinne auch früher und mal zu meinen Lehrzeiten. Und da habe ich den 70-30 John Deere gefahren und der größte, den ich so mitgefahren bin, selbst gefahren bin, das war der K700. Muss ich ganz ehrlich sagen, brachiales Gerät, finde ich einfach geil. Der Klang, die Kraft, einfach super. K700 macht Laune. Dann schreibt der Ben kurz, wie heißt du richtig mit Vornamen? Ja, das ist ganz einfach gesagt. Ich heiße ja, Alex. Dann schreibt der Gartengott 2010, hast du bzw. ihr vor, ein Dreierthema in Klammern Manus, Freezy und du und das alles aufzunehmen und zu zeigen? Momentan ist ja nur Manus und Freezy. Dankeschön für die Frage. Dazu muss ich sagen, nö. Ist nichts geplant oder überhaupt in dem Sinne drüber gesprochen. Und ich sag mal, wenn das sollte irgendwann mal der Fall sein, werdet ihr es sehen. Aber jetzt aktuell ist da gar nichts irgendwie geplant. Dann schreibt der TF-Videos, ich hätte eine Idee, was wir zusammen spielen könnten. Wenn du wissen möchtest, was, schreib mir bitte. Okay, so viel dazu. Manche Dinge bleiben unkommentiert, nimmt mir es nicht übel. Ist nicht böse gemeint, um Gottes Willen. Aber ja, zum Thema Zusammenspielen, es ist ganz einfach so. Die Zeit ist relativ, mein Tag ist durchgeplant. Komplett auf die Minute genau auf den Punkt zu bringen. Und da bleibt so für das, sag ich mal, das normale Zocken nicht viel Zeit. Deswegen nicht böse gemeint, aber die Zeit passt da einfach nicht. Und ja, meine Lieben, das war's so eigentlich von mir. Mehr gibt's dazu nicht viel zu sagen. Ich bin in dem Sinne ein ganz normaler Typ. Leb in einem schönen Ort hier in Thüringen. Ist alles schön grün und die Menschen sind natürlich auch einwandfrei hier in der Gegend. Es ist alles schön ruhig
Und da muss ich sagen, das macht auch viel aus, denn ich bin in dem Sinne ein ruheliebender Mensch. Ich gehe sehr, sehr gern mit meinem Hund raus, genieße die Natur und da bekommt man auch immer wieder den Kopf frei, auch für neue Ideen, allem drum und dran. Kann man abschalten, kann Kraft tanken. Und gerade auch für meine Tochter ist das hier das Beste, wo man hätte landen können in dem Sinne. Und ja, bin bodenständig. Und ja, eigentlich der ganz normale Typ von nebenan, würde ich sagen. Aber nun gut, sage ich mal, jetzt habe ich euch 20 Minuten zugesabbelt. Sei es drum. Zum Abschluss möchte ich nochmal wirklich an alle euch da draußen ein riesengroßes Dankeschön sagen für den ganzen mega geilen Support, damit ihr mich so unterstützt und auch nochmal einen speziellen Menschen. Ich weiß, du magst es nicht, aber ich mach's trotzdem. Vielen, vielen Dank, Tino, für all das, was bisher war und ist. Und auch an Freezy für die ganzen geilen Gespräche, für die Lacher und sonstiges. Einfach geil mit euch beiden und wirklich auch nochmal ans ganze Team ein riesengroßes Dankeschön. Und ja, an euch da draußen, ich wünsche euch von Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt den Nachmittag, genießt die Bescherung dann später, genießt die Weihnachtsfeiertage und kommt mir alle gut ins neue Jahr. Wir hören uns. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus und sage ciao, ciao. Frohe Weihnachten.